Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Albertin und ich war heute auf den Locals, oder beziehungsweise gestern auf den Locals, bei Olibaba in Essen. Ist ein cooler Store auf jeden Fall, checkt ihn auf jeden Fall mal aus, wenn ihr irgendwo in der Nähe von Essen seid. Ich habe das Deck hier gespielt, das ist mein Pendel Zephra Orkus Deck. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, die werde ich euch gleich mal zeigen. Zuerst gehen wir kurz aber über unsere Matchups drüber. Es war heute eine sehr kleine Locals, weil in Düsseldorf war eine Regional. Deshalb waren viele Spieler halt auf der Regional und wenig halt auf der Locals. Wir waren halt nur, ich glaube, 9 Leute auf der Locals. 9 oder 8, ich weiß aus dem Dreh. Also wir haben halt nur 3 Runden gespielt. Ich konnte 2 für mich entscheiden. Eine habe ich leider im Game 3 verloren. Gehe ich ja mal drauf ein. Erstes Spiel war gegen Orkust. War ein extrem interessantes Matchup. Ich habe, ja, ich sag mal, in Game 2 und Game 3 durch Side-Deck gewonnen. Dadurch, da gehe ich immer ganz kurz mal drauf ein, weil da habe ich ein paar interessante Sachen decided, die ganz cool waren. Game 2 war gegen Guru Control. Auch das habe ich im Side-Deck gewonnen, primär. Natürlich auch durch das Manic Engine, aber primär halt im Side-Deck. Und Game 3 habe ich gegen Dinos gespielt. Und da habe ich tatsächlich ein Game gewonnen, weil ich First gegangen bin. Und dann bin ich halt nochmal First gegangen, habe halt ein bisschen gebrickt und er hat 2 Handtraps gehabt. Und dann im Game 3 ist er halt Second gegangen und hat mich halt zerstört mit dem Tyranno. Dann würde ich sagen, ich gehe mal ganz kurz auf das Deck ein, was ich gespielt habe. Ist jetzt nichts großartig Neues dabei. Kurz aber das Main Deck. Die meisten Karten werdet ihr schon gesehen haben. Ich habe hier was ausprobiert. Wir haben wie immer 3 Diener gespielt. Das Deckprofil kam ja erst Samstag raus, also wird jetzt nichts Neues für euch dabei sein. Also 3 Diener, ein Meister. Die Ratio würde ich auf jeden Fall auch so weiterhin spielen. Ist eine ganz gute Ratio, weil ihr den gegen Striker halt braucht, aber ansonsten ist er halt nur eine Highskill, den ihr halt suchen könnt, falls ihr noch eine zweite Meisterung oder so habt. Dann habe ich heute, oder halt gestern, 2 Cerberus gespielt. Ich wollte halt minimieren, dass ich halt so Brickhände habe. Das heißt, ich wollte halt nicht ihn zweimal verschadet haben, weil das halt nicht gut ist. Deshalb habe ich ihn nur zweimal gespielt. Grundsätzlich für die Zukunft würde ich ihn wieder dreimal spielen, weil er wirklich gut ist. Wenn man ihn verschadet hat, wenn man ihn quasi nachzieht, ist er halt doof. Und zweimal Schadhand kann man mit ihm leben. Also ich würde ihn auf jeden Fall wieder dreimal spielen. Ich habe 2 Jekyll gespielt. Würde ich auch weiterhin so machen, also den zweiten Jekyll braucht ihr auf jeden Fall. Den einen holt ihr mit Endymion aus dem Deck raus, den zweiten könnt ihr theoretisch halt Hardthrown. Und es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Value drin. Den einen Garuda habe ich auch Main gespielt. Garuda ist eine richtig, richtig gute Karte. Vor allem gegen Orkust oder halt gegen Guru, was ich heute gespielt habe. Weil ihr könnt mit Garuda, wenn ihr die legt, direkt halt das Crescendo baiten. Entweder halt negatet ihr das, was nicht immer sinnvoll ist, oder ihr crushet das Crescendo, oder halt Babel, je nachdem, was halt auf dem Feld liegt, ist halt einfach eine gute Karte für das spezifische Matchup. Würde ich auf jeden Fall immer im Main Deck spielen. Dann habe ich halt wie immer 3 Chrono und einen Time Gazer gespielt. Da ist auch nichts Neues dabei, die braucht ihr auf jeden Fall, weil die Spellcounter generieren können durch die Scales und halt ein Monster euch aufs Feld geben. Die auf jeden Fall immer spielen und zwar immer in genau der Ratio. Dann habe ich heute 3-mal Curtain Razor gespielt. Ich habe den sonst immer nur 2-mal gespielt. Ich habe mich jetzt entschieden, den auf 3 zu hoch zu pushen und ich muss sagen, er hat auch gut performt. Also ihn auf 3 zu spielen ist auf jeden Fall eine Option, weil ihr den auch fast immer auf der Starthand sehen werdet. Also sagen wir mal, ich glaube 43% ist die Ratio, die ihr auf der Starthand haben werdet. Das ist halt ziemlich gut, deshalb 3-mal spielen. Definitiv eine gute Idee. Dann spielen wir Zephra. 2-mal Zephra. Super Karte. Auch definitiv 2-mal spielen. Dann spielen wir 2-mal Zephra Nui. Den könnt ihr theoretisch auch auf 1 cutten, aber in dem Bild mit den Orkus ist er auch 2 ganz gut, weil wir mit dem immer noch auf XC gehen können, auf Beatrice. Dazu komme ich aber gleich noch. Dann habe ich einmal Zephraxion gespielt und einmal Tuban. Dazu muss ich sagen, dass ich Tuban erst angetauscht habe und ihn erst in der Locals quasi, also ich habe ihn quasi nicht gespielt, ich habe hier Magical Adapter gespielt und das war halt schade, weil ich hätte mit Tuban auf jeden Fall gewinnen können, hätte ich in dem Main Deck gespielt gehabt. Ich habe ihn jetzt reingepackt, weil ich habe meinen Adapter quasi getauscht gegen Tuban.
Deswegen habe ich die jetzt nicht mehr, deswegen habe ich die jetzt reingepackt. Auf jeden Fall Tuban spielen. Ich habe jetzt beide gespielt, beide Level 4 Monster, weil ich mit den beiden immer noch auf den Rank 4 gehen kann. Deswegen habe ich die jetzt beide gehabt. Dann spiele ich in dem Deck auch immer noch die Orkus-Karten. Definitiv. Es ist halt wirklich, im schlimmsten Fall, wenn ihr wirklich vom Gegner gestoppt werdet mit den zwei Monstern, könnt ihr immer noch auf die Orkus-Energie gehen. Und das macht es halt wirklich gut, das Deck. Es ist egal, wie stark euer Gegner euch behindert, ihr immer noch auf die Orkus gehen könnt. Und dann habe ich das hier ausprobiert. Nämlich drei Magicians habe ich gespielt. Und ich muss wirklich sagen, die haben mich heute mega enttäuscht. Die Grundidee davon war eigentlich, dass ich mehr Normal Summons im Deck spiele und mehr Level 4s und ein paar Karten, die halt was crushen können oder die mir halt extra Karten aus dem Deck geben können. Ich habe auch einen Pentroll gespielt dafür. Das Problem ist halt nur, dass die Karten, wenn ihr sie aber Startern zieht, mega Bricks sind. Das heißt, also Harmonizing zu ziehen in der Starthand ist tatsächlich ganz okay, aber eigentlich wollt ihr es nicht. Weil ihr könnt dann nicht genug Spellcounter generieren, deswegen ist es halt doof. Die würde ich auf jeden Fall alle wieder cutten. Die haben mich heute nicht überzeugt. Auch wenn es halt schön ist, wenn ihr mit dem Harmonizing entweder den Dweller oder den einen Negate halt mehr rausbekommt. Grundsätzlich haben mich die aber nicht überzeugt heute, deswegen würde ich die halt wieder cutten. Dann spielen wir dreimal Meister und eine Zauberkraft. Auch das ist ein No-Brainer. Beste Karte im Deck. Sucht euch Endymion, also den Servant, und kann Spellcounter verteilen. Und das Schöne dabei ist, das ist mir auch aufgefallen, ihr könnt den einfach viel zu aktivieren. Das heißt, wenn euer Gegner jetzt Guru spielt und er aktiviert Phoenix und ihr habt einen zweiten davon auf der Hand, könnt ihr die nochmal aktivieren, weil die Aktivierung negiert wurde. Das heißt, dann ist sie nochmal live. Dann spielen wir die gleiche Ratio, die ich halt Samstag auch gespielt habe, für das Zephyr. Also zwei Vorhersehungen und zwei Orakel. Beste Ratio, die ihr spielen könnt. Ihr könnt theoretisch auch 3-3 spielen, würde ich aber niemals machen, weil die halt beide Once per Turn sind. Und ihr könnt mit dem schlimmsten Fall immer noch die Counterflip suchen, wenn ihr halt mit dem Orakel schon die Monster gesucht habt. Aber im besten Fall sucht ihr einfach mit der Vorhersehung das Orakel, Zephyr, schickt ins Exodeck, kriegt dann die Counter und dann könnt ihr mit Servant halt weitermachen. Dann habe ich halt einmal Duellantenallianz gespielt und einen Pencall für die Magicians. Hat mich vielleicht nicht überzeugt, würde ich auf jeden Fall cutten. Also jetzt in dem spezifischen Bild macht das halt nicht wirklich viel Sinn. Dann ist eine Landform für Orakel. Das eine Pendelparadox spiele ich immer noch. Jetzt war es halt super, über die Duellantenallianz ist es ja super. Wobei ihr eigentlich mit Duellantenallianz eigentlich fast immer den Pencall suchen wollt. Aber ich spiele halt viele ähnliche Scales oder die gleichen Scales, deswegen ist Pendelparadox immer noch gut. Ich würde die Pendel-Sachen cutten, aber Pendel-Paradox würde ich auf jeden Fall im Deck lassen, weil er wirklich gut ist. Dann noch den einen Upstart und die eine Reborn. Ich habe heute gemerkt, wie wichtig die Reborn halt ist, weil ihr mit Reborn halt den Elektromite wieder zurückholen könnt, wenn der geogert wird. Dann habt ihr zwar nicht mehr die beiden Zonen, aber ihr kriegt immer noch den Add-Effekt, wenn ihr den zurückholt. Und deshalb ist die halt wirklich echt gut, weil ihr könnt dann immer noch die Scale schießen, Chronograph zurückholen, den Specialen, vielleicht noch ein Monster Special und dann auf Opelousa gehen. Sonst wäre es eigentlich tot gewesen, deswegen ist Monster Reborn auf jeden Fall ganz gut. Und ich spiele immer noch dieselbe Line an Trap-Karten. Zwei Divine Strike, ein Crescendo. Ich wollte eigentlich nie mehr eure Starthand sehen. Ich habe heute, ich glaube, den Zephyr-Schlag, ich glaube, in jeder einzelnen Starthand gehabt, was nicht gut ist, aber zumindest eine Gate ist, deswegen kann man sich darüber nicht beschweren. Gehen wir kurz zum Exodeck, da gab es nur eine kleine Änderung. Werde ich aber nur ganz kurz drauf eingehen. Also wir spielen da den Electromite, ganz klar, Beatcop, dann einmal Orkus Engine, ist denke ich klar, Mermaid, Phoenix, Longyesu, Galatea und Dingyesu. Dann die Link 4s mit Apollosa, Kaliber, Zeroboros, richtig stark gegen Guru. Ich habe heute Zeroboros. Ja, das war mega nice. Ich habe halt Orkus Nightmare wieder im Deck gehabt. Hab den dann mit Harpen Horror hier in die Zone beschworen. Hab alles von ihm gebanished und dann konnte Guru halt aufgeben. War ganz lustig.
dann den Bulbasaur Dragon, dann den einen Abyss Dweller, weil wir die Level 4 Monster spielen, dann den einen Über Utopia, immer noch eine sehr, sehr starke Karte mit den ganzen Level 6 Monstern, die wir spielen, eine Beatrice, um die Orcus Angel zu enablen, ohne dass wir zwei Monster mit dem gleichen Namen brauchen, das ist ganz wichtig. Und einmal den Kaliber Lade Wilddrache. Der Grund, warum ich den gespielt habe, ist wegen den Panel Magicians. Und deswegen habe ich die auch ausprobiert, die Panel Magicians hier zu spielen. Weil grundsätzlich ist es halt so, dass der halt zusätzlich negiert ist und ein richtig starkes negiert ist, weil er halt alles negieren kann. Aber würde ich wieder cutten, weil ich ja die Panel Magicians hier rausnehme aus dem Deckbild. Das war's quasi mit unserem Extra-Deck. Jetzt kommen wir zum Side-Deck. Und das Side-Deck ist wirklich richtig stark. Ich habe dreimal Nibiru gespielt. Brauche ich, denke ich, keinem was zu sagen. Nibiru ist einfach ein Tod für viele Decks. Das Lustige ist, wenn ihr First geht, macht es normalerweise keinen Sinn, die Karte zu siden. Habe ich heute trotzdem gemacht, weil ich gegen Orcus gespielt habe. Und die Idee dahinter ist, wenn ihr First geht, denkt keiner, dass ihr die Karte siden würdet. Ich habe die halt hier auch in der Schachhand gezogen und mein Board war ziemlich scheiße. Ich habe halt nur den Servant gehabt plus Endymion. Es hat mir aber geholfen, weil er dadurch nicht Babel geholt hat, sondern Crescendo. Das heißt, ich konnte dann. Er ist für Bulbasaur Dragon gegangen, dann hat er sein Monster wieder zurückgeholt und dann habe ich ihn halt einen Nibiru drauf gesetzt. Und das war ziemlich, ziemlich böse. Dann spiele ich noch dreimal Twin Twister im Side-Deck. Ist halt gegen alle Control-Decks richtig gut. Kann auch gut sein gegen Orcus mit Crescendo und Babel, wenn sie beide auf dem Feld sind. Grundsätzlich aber gegen die ganzen Control-Decks. Altergeist, Guru, True Draco, alles in die Richtung ist hier halt echt gut. Das gleiche gilt auch für Außerlichener Zweikampf. Die ist gegen Guru echt bonkers. Weil, wenn der Guru Set ist, hat er eigentlich keine Negates. Das heißt, ihr aktiviert die in der Battle Phase und dann ist vorbei. Dann habe ich halt gegen die ganzen Control Decks noch gespielt. Die Karte hier, einmal Full House. Die Theorie dahinter ist, dass ihr meistens eure Panel Scales offen habt. Und ich hatte heute ja den Purple Poison gespielt und ich dachte mir, okay, wenn ich Purple Poison in das Scale liegen lasse und ich Full House spiele und wir kriegen irgendwie hin, dass wir die eine offene Zauberkarte haben, unser Gegner noch eine offene Karte hinlegt. Zum Beispiel gegen Guru wäre es halt die Hidden City. Und er drei Karten setzt, kann ich die Karte aktivieren, den Purple Poison schießen, seine Fieldspell schießen, drei verdeckte Karten und kann mit Purple Poison noch seinen Guru schießen. Das war die Theorie und die hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Deswegen würde ich auf jeden Fall spielen. Ich habe aber auch nur zwei gehabt. Deswegen habe ich als dritte Karte einmal System Dawn gespielt. System Dawn, für alle die Karten nicht kennen, ihr könnt 1000 Life Points bezahlen, verbannt alle Maschine, Monster von eurem Gegner, vom Feld und vom Friedhof aus dem Spiel. Ist eine sehr alte Karte. Die ist gegen Orcus richtig stark. Also ich werde beim nächsten Mal auch die Full House nicht spielen und dafür dreimal System Dawn spielen, weil die Orcus tötet. Also wirklich, wenn ihr den Negate rausbeenden könnt von Crescendo, tötet System Dawn das komplette Orcus Deck. Dann können die quasi nichts mehr machen. Vor allem wenn es halt ein Late-Game-Spiel ist, wenn ich schon zwei Negiers im Friedhof haben, haben die halt keine Plays mehr. Und dann spiele ich noch dreimal die Longinus-Lanze. Auch die ist gegen Orcus gut, die ist aber auch gegen verschiedene Decks halt ganz praktisch. Ich habe jetzt die gegen Dinos auch gesidet zum Beispiel, weil dann die ganzen Dinos mehr beschwören können. Ist ganz lustig, aber ist jetzt nicht die beste Karte gegen Dinos. Ja, das war's quasi zu meinem Local-Bericht. Ich habe auch ein bisschen was getradet, werde ich jetzt euch aber nicht zeigen, weil es sind ein paar verschiedene Trades gewesen. Worauf ich hinaus möchte ist, dass halt die meisten Games gewinnt ihr halt im Side-Deck. Deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass ihr vernünftige Karten sidet und ihr erwartet, was ihr für Matchups bekommt. Und auch ein bisschen daran überlegt, was ihr für ein Deck spielt, was ihr auch siden könnt. Zum Beispiel jetzt Full House ist ja nur möglich in dem Deck, was ich hier spiele. Ansonsten wäre es halt nicht sinnvoll gewesen. Dann würde ich sagen, das war schon mal ein kleiner Local-Bericht für heute. Dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein. Ciao Leute.